Jannik Ries, wir stehen nach der 1:3-Niederlage gegen die U21 des FCKs hier im Schatten des Spitzenbergs. Was war das für ein Spiel heute? Wie hast du es erlebt? Ja, ich denke mir an, richtig gut die erste Halbzeit gespielt, den ärgerlichen Rückstand trotzdem nochmal überhaupt nicht aufgesteckt, haben guter Fußball gespielt, haben uns da ja einige Chancen rausgespielt, machen danach verdient, ist 1-1, wie ich finde. Und dann kurz vor der Halbzeit, ja, gehen wir ärgerlich in Rückstand. Und ja, zweite Halbzeit, muss man dann definitiv sagen, war es unterm Strich zu wenig, um mich hier heute das Spiel noch zu drehen. Von daher, ja, aber wenn es weh tut, geht der Sieg ja für Laudern und heute in Ordnung. Es war natürlich nochmal ein Big Point heute gegen den direkten Konkurrenten auch, um den Aufstieg letztlich. Wie blickst du aktuell auf die Tabelle jetzt? Ja, gut. Es ist schwierig, jetzt ganz nach vorne zu blicken. Also so vermessen dürfen wir jetzt aktuell nicht sehen, finde ich. Wir müssen jetzt gucken, dass wir gute Vorbereitung spielen, dass wir aus den zwei Spielen im Februar nochmal das Optimale raushole. Und dann gehen wir in die Aufstiegsrunde und dann ja, schauen wir von Spiel zu Spiel. Aber ja, wir müssen bei uns bleiben jetzt und ja, dürfen nicht so vermessen sein, wie ich gerade schon gesagt habe. Und jetzt aktuell noch Mainz oder Koblenz oder wo auch immer hingucke.